vergrößern, verkleinern. Bundestrainer Felix Kozlowski kann mit dem Start in die Nations League zufrieden sein. Urheberrecht Imago teilen interne Mail-Kommentare. Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Sieg in die Nations League gestartet. In Brasilien sorgt das Team von Bundestrainer Felix Kozlowski für eine Überraschung. Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt der neu geschaffenen Nations League für eine große Überraschung gesorgt. Im brasilianischen Barueri gewann die Mannschaft von Bundestrainer Felix Kozlowski gegen die favorisierten Gastgeberinnen mit 15:25, 25:22, 25:18, 25:20 und fügte ihnen damit die erste Heimniederlage gegen ein europäisches Team seit 8 Jahren zu. In Brasilien zu spielen, ist unglaublich, sagte die zweimalige Volleyballerin des Jahres Maren Fromm. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir hatten keinen Druck. Den hatten die Brasilianerinnen. Das Erfolgsrezept hatte die in der Türkei spielende Außenangreiferin schnell ausgemacht. Ab dem zweiten Satz haben wir mehr Druck mit dem Aufschlag gemacht. Ab da lief es. Am Mittwoch gegen Serbien beim Viererturnier in Brasilien tritt die Auswahl des deutschen Volleyballverbandes DVV in den ausstehenden beiden Spielen am Mittwoch gegen den Olympiazweiten Serbien und am Donnerstag gegen Japan an. Nach einem verkorksten ersten Durchgang gegen Brasilien reduzierte die deutsche Mannschaft ihre eigenen Fehler und fand immer besser ins Spiel. Nach dem Gewinn des engen zweiten Satzes spielte sich das Kozlowski-Team in einen Rausch. Brasilien zeigte mehrfach Annahmeschwächen, die Deutschland mit überlegten Schlägen im eigenen Angriff eiskalt ausnutzte. Mit dem zweiten Matchball machte die DVV-Auswahl schließlich den Erfolg perfekt. In der Nations League sind insgesamt 16 Mannschaften am Start. Es wird im Modus jeder gegen jeden gespielt. Insgesamt bestreitet Deutschland 5 Viererturniere, darunter auch ein Heimturnier in Stuttgart vom 12. bis zum 14. Juni. Teilen Sie eine Mail-Kommentare.